Fortschritt, Parkplatz am Festplatz Heuchelbach. Anfrage von Herrn Stadtverordneten Schimanski. Ja, sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher, sehr geehrte Damen und Herren, meine Anfrage geht mal auf den Fortschritt, des Parkplatzes am Festplatz Heuchelbach. Und laut des Beschlusses SV 2178.1 vom 24. Juni 2021 wurde der Antrag Gestaltungs- und Verkehrskonzept für Parkplatz am Festplatz und Umfeld mit weiteren Zusatzanträgen zur weiteren Prüfung ergänzt. Das bedeutet, dass dieser Antrag durch weitere Fraktionen ergänzt wurde. Auch im Haushaltsplan 22 sind Investitionsprogramme für den Heuchelbach aufgelistet. Ich möchte an dieser Stelle die Sanierung Friedhofsmauer erwähnen. Deswegen meine Frage heute in diesem Gremium: Welche Überlegungen hinsichtlich der verschiedenen Beschlüsse sind vom Magistrat bisher in Angriff genommen worden? Herr Oberbürgermeister. Herr Stadtverordnetenvorsteher, meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr geehrter Herr Schimanski, es ist so, dass unsere Verkehrsplanung mit diesem Thema betraut wurde bzw. betraut ist, weil es dort in diesem Bereich auch hingehört. Wir haben allerdings in der Verkehrsplanung ein nicht unerhebliches Personalproblem, nicht was die Qualität der Mitarbeitenden betrifft, sondern die Quantität. Dazu kommt noch, dass wir überflutet wurden in den letzten Monaten und Sitzungen mit Anträgen und Anfragen, die den Bereich der Verkehrsplanung betroffen haben. Aus diesem Grund werden wir auch eine Vorlage demnächst in die Gremien bringen, wo die Stadtverordnetenversammlung entscheiden muss, welche Priorisierung sie vornimmt. Deshalb wurde das Thema Festplatz mit aufgenommen in das Mobilitäts- und Verkehrskonzept. Und dieses Mobilitäts- und Verkehrskonzept, kurz MOKO, wie es bei uns in der Verwaltung genannt wird, wird ja auch ähnlich wie bei unserem ISEC, bei unserem Regiebuch 2030 Bad Homburg, dann auch noch ganz spezifische und teilräumliche Vertiefungspunkte für, ich sag mal, Verkehrskonzepte haben, die einen kleineren Bereich betreffen, nicht die gesamte Stadt. Und da wird ein Teil natürlich auch die Innenstadt betreffen, wo der Festplatz dann mit eingebunden ist. Und da wird dann daraus ein Arbeitspaket erstellt. Entsprechende Bundesfördermittel dazu wurden von uns bereits beantragt. Und die abschließenden Ergebnisse dann für diesen Bereich wird es wahrscheinlich im Laufe des nächsten Jahres geben. Zusatzfrage? Ja, danke. Ja, habe ich. Gerne. Wir haben tatsächlich eine große Herausforderung mit den Prüfungsanträgen. Da stimme ich gerne zu. Mir ist in dem Zusammenhang ja noch das Lagern und das Abtragen auch von dem sogenannten Bauschutt zu Ohren gekommen. Sollte dies nicht auch überprüft werden, würde hier die Frage lauten. Und warum gerade dort am Heuchelbach, entgegen des eigentlichen Antrages im nördlichen Bereich zum Beispiel, liegt Bauschutt an und es wird an- und abgetragen? Wer macht da was und was hat die Stadt davon? Also wie lange soll es dauern? Die derzeitige Lage entspricht ja nicht dem derzeitigen Beschluss. Denn wenn wir je nach Wetterlage da unterwegs sind, sind die Fahrbahnen dadurch extrem stark verschmutzt und scheinen gar nicht mehr befahrbar zu sein. Vielen Dank. Herr Oberbürgermeister. Es kommt darauf an, wem diese Lagerung genehmigt wurde. Das kann ich jetzt aus dem Kopf nicht sagen. Dazu müssten Sie mir vielleicht noch mal eine E-Mail schreiben, dann kann ich das in den entsprechenden Fachbereich geben, weil es kann sein, dass das noch mit der Baumaßnahme Maria Scholz zu tun hat. Es kann aber auch sein, dass es mit Straßenbaumaßnahmen zu tun hat von unserer Seite. Und wie Sie wissen, ist Fläche knapp bei uns in der Stadt auch für Lagerungen. Wir können Schutt bei Baumaßnahmen nicht einfach mehr nur abfahren, wie das früher mal der Fall ist. Wenn wir da Straßen abgeräumt haben, insbesondere im Tiefbaubereich, dann kamen die LKWs, wir haben das aufgeladen, die haben es auf die Deponie gefahren. Das geht jetzt nicht mehr. Wir müssen jetzt den Schutt zwischenlagern und müssen ihn auch beproben, ob Schadstoffe darin enthalten sind. Und erst wenn das geklärt ist, wird uns eine Genehmigung erteilt, wie wir den Schutt entsorgen dürfen. Das heißt, wir haben da einen nicht unerheblichen Mehraufwand bei der Entsorgung jetzt insbesondere von Schutt und Asphalt. Und deshalb muss der zwischengelagert werden. Und das kann auch der Grund sein. Aber das müsste man dann noch mal genauer eruieren. Ja, vielen Dank. Das werde ich machen. Und vielen Dank für die Antwort, Herr Oberbürgermeister. Danke. Herr Schimanski. Ja, sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher, sehr geehrte Damen und Herren, lieber Alex, auch danke für diesen Antrag. Spannend. Ja, der gute Wille ist vorhanden und auch die Idee
Als stellvertretender Vorsitzender des Mobilitätsausschusses finde ich natürlich gut. Allerdings gebe ich wieder zu bedenken, dass wir mit einem Prüfungsantrag viel Arbeit generieren, wie wir auch eben bei meiner Anfrage gehört haben. Denn das Ergebnis, das kennen wir doch wohl. Ich möchte gerne zwei Gedankenanstöße einfach mal hier mitgeben. Zum einen, denken wir nun mal daran, wo steht eine solche Laterne? Wo kann es eigentlich funktionieren? Das Kabel wird auf jeden Fall über den Bordstein gehen müssen, unabhängig davon auch, wie viel Kapazität sie zur Verfügung steht. Zum Zweiten gab es gerade ein Urteil aus Oberursel, wo ein Bürger ein Kabel von der Hauswand über den Bordstein zum E-Auto geführt hat und auch das Kabel mit Gehwegplatten gesichert hat. Die Stadt Oberursel, die klagte, bekam Recht, so soll es auch nicht aussehen. Auch wenn dieses Beispiel nicht hundertprozentig übertragbar ist, sehe ich hier problematische Parallelen, die in einer längerfristigen Prüfungsantrag münden könnten. Aber sollten unsere Laternen oder auch Straßenpoller oder auch Fahrradladestationen auch gut stehen und das öffentliche Ladenetzwerk in Bad Homburg damit erweitert werden, wird die Prüfung zu einer Ausschreibung der sogenannten Simple Sockets führen. So nennt man übrigens diese Docking Stations. Und wenn wir Glück haben, dann wird die vorhandene Stromleitung der Laterne als bestehende Komponente genutzt werden und zusätzliche Erdarbeiten wären auch nicht mehr nötig. Lediglich müsste noch die Aufrüstung mit An- und Nebenbauschränken erfolgen und der konventionelle Ausbau der Ladeinfrastruktur, ja, der reduziert sich bei den Kosten um ca. 30%. Du hattest das ja, Alex, so indirekt ja bereits erwähnt. Also alles prima, alles positiv. Grundsätzlich aber, die Idee ist auch nicht neu. Erste Prototypen konnten ja bereits 2021 in Remagen und Koblenz installiert werden. Man muss also gar nicht so weit, wie eben gehört, nach Frankreich gehen. Denn es gab so zwei Zitate, zwei Newsmeldungen. Energiedienstleister Enercity betreibt in Langenhagen, das ist die Region in Hannover, das Zukunftsprojekt Ladelaterne. An 5 Orten sind Ladeboxen an Straßenlaternen montiert. Der vorhandene Zugang zum Niederspannungsnetz wird zum Laden genutzt, was Aufwand, Kosten und Platzbedarf reduziert. September 2021. Zweite Newsmeldung. Shell will E-Autos das Laden an Straßenlaternen ermöglichen. Auch September 2021. Aber vermutlich hat das bundesweite Informationssystem der Grünen hier diese Idee nun auch für Bad Homburg vorgesehen. Deswegen ist das irgendwo aufgeploppt. Persönlich hoffe ich, dass der Markt aber die Situation einfach regelt. Mehr Anfragen, mehr Angebote und damit auch vermutlich mehr Aufträge für eine bestimmte Firma, die übrigens zu einem der größten Ölkonzerne gehört. Auch wenn sich jetzt mein Redebeitrag ein wenig kritisch anhört, unterstreiche ich, dass wir diesen Antrag in unserer Fraktion diskutiert haben, eigentlich gutheißen möchten, verstehe aber, wenn er in einen Mobilitätsausschuss oder viel besser in den Klima- und Umweltausschuss ausgelagert wird und ich dann in diesem Wege oder diesem Antrag nicht im Wege stehen möchte. Soweit unsere Meinung. Danke. So, Herr Schimanski, Sie waren der Nächste. Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher, sehr geehrte Damen und Herren, lieber Jürgen Stamm. Ja, auch wir begrüßen die Überlegung der Einbahnstraßenregelung in der Kaiser-Friedrich-Promenade. Noch nicht? Zumal ich mich aber trotzdem auch daran erinnern kann, dass ihr, liebe CDU, SPD, einen ähnlichen Antrag schon einmal abgelehnt habt. Wie kommt es nun zu dieser erfreulichen Erkenntnis? Wahrscheinlich, wie hier der Tim auch sagt, es ist jetzt auch eure, ja, Herausforderung. Da ist schon wichtig, dass diese Maßnahmen in die Verkehrssituation zu integrieren, zumal auch in unserem Wahlprogramm steht. Die Promenade muss fahrradfreundlicher werden. Eine Sperrung lehnen wir ab, regen aber an, über eine Einbahnregelung nachzudenken. Grundsätzlich habe ich aber erwartet, und das ist ganz wichtig zu unterstreichen, dass diese drei Prognoseplanfälle schon bei der Planung der Verkehrssimulation beachtet werden. Und hiermit weise ich auf unser Mobilitätskonzept hin. Oder wird hier bereits Oppositionsarbeit betrieben? Also an dieser Stelle vielen Dank dafür. Ist dies aber doch vielleicht auch eine versteckte Kritik an unserem Mobilitätskonzept? Hat vielleicht jemand übersehen, dass es hier eine Verbindung zwischen dem Hindenburgring und der Kaiser-Friedrich-Promenade gibt? Wie dem auch sei. Aber wichtig ist, unsere Unterstützung habt ihr, zumal wir im Wahlprogramm 2021 dies auch inhaltlich thematisiert haben. Vielen Dank.